Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Konflikt Remastered Edition auf Seiten der GDI. Ganz genau, liebe Leute, in dieser Folge, ihr habt ja mitbekommen, ne, dass gestern da irgendwie ein Missgeschick passiert ist. Ich konnte es mir nicht erklären. Ich habe ja in der letzten Woche die Konsolenmission aufgenommen. Und da hat es mir aber den Sound zerschossen. Und da weiß ich nicht, woran es gelegen hat. Es tut mir leid. Ihr habt gestern das Gameplay-Video gesehen von der letzten Mission, erstmal von der Bruderschaft von Nord. Ich habe das Problem aber jetzt irgendwie in den Griff bekommen, sodass wir jetzt doch mit den GDI anfangen können, liebe Leute. Und es ist Mittwoch. Mitten in der Woche. Ich habe gerade mal so eine Stunde Zeit gefunden. Und dann würde ich mal sagen, nehme ich mir jetzt hier die Stunde auf, die letzten beiden Folgen für morgen und übermorgen. Und dann würde ich mal sagen, geht's los mit der GDI, Leute. Ah, ich freue mich, Leute. Mammutpanzer. So, alles klar. Wir kämpfen in Europa, wie ihr seht. Das ist Deutschland. Und es geht los. X16Y42 GDI 1. Dann würde ich mal sagen, los geht's. Cutscene. Empfangen Sie mich? Gut. Ich weiß, Sie brauchen mehr Informationen, aber die Zeit ist knapp. Nordtruppen haben diesen Brückenkopf bei X16Y42 ausgebaut. Das Datenmaterial kommt gerade erst herein, aber wir haben schon eine Lücke in Ihrer Verteidigung entdeckt. Commander Carter könnte sie mit seinen Rackkreuzern an Land bringen, etwa hier. Vielleicht kann er auch ein bisschen Feuerschutz geben, aber das Ganze bleibt ein Job für Fußtruppen. Ihre Mission ist simpel. Sie dringen in die Befestigung ein, schalten alle Norddroiden aus und errichten eine Basis als Brückenkopf. Viel Glück. Norddroiden, also, aha. Ja, Leute, das war General Shepard. Da geht's doch schon mal direkt los hier. Erste Mission der GDI, Leute. Und das war General Shepard. Den sagenumwobenen General Shepard, den wir schon von der Nord-Kampagne kennen. Und dann würde ich sagen, geht's mal los hier mit den GDI. Hallo Jeep. Genau, mehr brauchen wir auch hier gar nicht. Schaut euch das mal an. Wir können nur Manneken bauen. Dann ist der Schütze I. Ja, Leute, dann würde ich sagen, geben wir uns unser ganzes Geld aus hier. So, hier unten fährt ein Kreuzer her. Der macht die Geschütztürme netterweise platt. Das ist, glaube ich, der General Carter. Und ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich finde die GDI-Fraktion ein bisschen netter. Es ist einfach so. Es tut mir leid, wenn ich hier negativ über die Bruderschaft sprechen muss, aber die GDI, die kommen mir menschlicher vor, habe ich das Gefühl. Auf den Bau. Brauchen wir nicht hier. So. Gut. Die erste Mission ist einfach echt einfach, Leute. Wir müssen einfach hier die Manneken nehmen. Sitz, Minikarte. Und, Leute. Spielgeschwindigkeit, so. Einfach nur alles hier platt machen vor dem Not. Da sind sie schon. Da sind sie schon, die Minikern hier. Ja, mach die platt da los. Und ja, Leute. Willkommen in Teil der GDI. Das ging jetzt schneller als erwartet. Aber, was soll ich machen, wenn da der Sound von den Konsolenmissionen im Arsch ist? Das war's schon. Wie lange haben wir es gebraucht? 2 Minuten? Oh Mann. Wie gesagt, Leute, was kann ich dafür, wenn der Sound mir verschütt geht? Tut mir leid. Aber es ist halt, ja, dann machen wir jetzt halt so weiter. Ist auch okay. Ach, das wäre die Bauhof-Cutscene. Ja, schaut mal. Wie sich der Bauhof quasi auspackt. Ja. Ganz genau. Genau, die beiden Typis.
Ja, Leute, das war schon die erste Mission. Der Endbildschirm sieht anders aus tatsächlich bei den GDI. Schaut euch das an. Bei den Not waren hier Minikin. Und bei den GDI sind hier einfach so Balken. Okay. Gut, fortsetzen, Leute. Schaut euch die Weltkarte an. Wir sind jetzt in Europa. Schaut euch das an. GDI-Fortschritte und Not-Fortschritte. Die Nods haben quasi den ganzen Ostblock. Ja, super. Und wir kommen von da oben rein. Ich verstehe schon, Leute. Ach, ist das, tut das gut, endlich mal wieder eine normale Kampagne zu spielen. Nee. So, aber ich würde erstmal sagen, erstmal Bonusgalerie. 3 Stück, 3 Videos. Eric Martin, der in der Rolle des General Shepard Scene für die GDI-Mission X-16Y42 probt. Alle diese Greenscreen-Filme mit Chroma Keying wurden in Westwood Filmstudio im Gebäude 2 gedreht. Okay. Auch hier wieder mit einer Uniform an, genau. Was ist das hier? Original gegen Remaster. Ach du Scheiße. Ja, stimmt. Die Original, die war ja verpixelt ohne Ende, ey. Ja, gut. Das Original, das war echt mega verpixelt. Aber gut, liebe Leute. Da würde ich sagen, direkt eine zweite Mission hier. Ausschalten der Raffinerie, Leute. Das klingt doch noch einfach. Und ja. Katzi. Ich schulde Ihnen noch ein paar Daten über Nord, damit Sie Ihren Gegner kennenlernen. Das hier ist Kane, der selbsternannte Führer der Bruderschaft von Nord. Warten Sie, ich schalte Sie rein. Zustand wird kritisch. Wissen Sie, warum sich Nord hier am Strand so festbeißt? Die beschützen eine riesige Tiberium-Raffinerie, die unser Geheimdienst wohl übersehen hat. Ich brauche dringend Verstärkung. Nordtruppen strömen aus dem Stützpunkt und erdrücken uns fast. Wir müssen einen Schlag gegen die Raffinerie und die Infanteriebots führen, bevor die unsere Stellung überrennen. Ich weiß nicht, wie lange wir sie noch halten können. Verdammt. Sie haben es auch gehört. Worauf warten Sie noch? Ach du Scheiße. Was? Okay. Ja, zweite Version, liebe Leute. Ja, das fand ich auch geil. Explosiongeräusch. Invasoren. Cool. Danke, GDI, ihr habt mir Invasoren gegeben. Das war schon mal gut. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid, natürlich. Beim guten alten Command & Conquer Remaster. Und ja, wie wir jetzt hier weiter den GDI spielen. Gleiches Gebiet wie eben, nur jetzt ein bisschen größer. Und, jo, was ist das, haben wir da? Oh, da haben wir die Not-Truppen da oben. Okay, Leute, dann Baumanniken. Einfach mal, keine Ahnung, mal 20 von denen. Gut, Leute, wir haben hier 3 Invasoren. Mit denen können wir da oben nämlich die Basis gleich einnehmen. Und, ja, mehr müssen wir hier auch gar nicht machen. Wir müssen hier einfach nur als Platz machen. Hier, besiegen sie alle noch Truppen. Und ja, liebe Leute, da sind wir wieder. Command & Conquer Remaster. Freut mich. Uiuiui, was ist das denn da? Was macht der denn da? Ey. Was ist das? Kein Gebäude verlieren hier. Vergesst das. Ihr Nordis hier. So. Gut, liebe Leute. Dann auf da los. Dann gehen wir mal los hier. Machen wir die mal alle platt. Los, macht die alle kalt hier. Ihr schafft das schon, oder? Ich überlasse euch mal eurem Schicksal, weil das machen die meistens immer ganz gut. So, da ist der Not-Sammler da oben. Den lasse ich mal rausfahren. Weil ich will es hier möglichst stylisch machen. So, dann mach die mal platt da. So. Ja, der hat einiges hier. So. Aber nicht schlimm, das kriegen wir hin. So. Der baut hier noch mehr Sachen. Okay. Mehr Mannequin, weg damit. So, dann können wir ja gleich hier oben die Sachen einnehmen. Nicht abhauen hier. So. Und, ja.
Dann seht ihr auch, dass ich mein Wort halte diese Woche mit jeweils einer Folge Command & Conquer jeden Tag. Egal was für widere Umstände hier vorliegen, ey, das ist ja wirklich nicht mehr feierlich. So, Invasor, geh da mal bitte rein. So, dann haben wir nämlich gleich die Raffinerie. Und da oben sind noch Minikun, okay. So, und dann können wir hier. Hier brauchen wir ein Silo, okay. Nehmt euch den Bau auf, kommt. Und ihr seht, ich habe einen Sammler. Das heißt, ja, wir haben es so stylisch wie möglich gemacht. So, jetzt könnten wir sogar hier was bauen, aber... Wir sogar eine Kaserne noch bauen oder eine Raffinerie, aber nö. Das brauchen wir schon nicht mehr. Hier ist noch ein Buggy. Das war's schon. Geil, Leute. Geil, geil, geil. Gut, dann ist der... der Timer wieder im Arsch. Ich sehe das gerade da oben. 20 Minuten. So. Ganz genau, liebe Leute. So. Ja, GDI. Der Adler, wie die Alliierten damals. Ach, herrlich, Leute. Herrlich. So, dann würde ich mal sagen, wir haben Gebäude verloren. Kann ich euch nicht vorstellen. Ja gut, Leute, egal. Bonusgalerie freischalten, zerstören Sie diese Raffinerie. Okay. Nochmal Weltkarte hier. Wir haben jetzt Fortschritt gemacht, ne? Ganz genau. So, dann geht's als nächstes nach Belarus, glaube ich. Ach, Quatsch. Belarus ist doch hier unten. Litauen ist da, glaube ich. So, dann aber erstmal nochmal hier kurz zurück im Bodensgalerie. Noch ein paar Videos. Neue Diplomatieordnung. Eric Martin, der in der Rolle des Shepherds ziehen für die GDI-Mission. Zerstören Sie die Raffinerie GDI 2 Probt. Ah, okay. Ah, hier. Die Notz-Truppen schwärmen aus. Bill Collins, der in der Rolle von Descartes vor einem Greenscreen-Szenen für die GDI-Mission Zerstören Sie diese Raffinerie spielt. Ach, der Typ, ja, ja, genau. Was war das hier noch? Gute Arbeit am Strand. Eric Martin, der in der Rolle des General Shepherd vor einem Greenscreen, ja, so und so spielt. Cool. Gut, Leute, dann würde ich sagen, springen wir direkt in die dritte Mission. Das ist ja noch sehr einfach am Anfang. Sehr, sehr einfach. Aber gut, es wird schnell schwerer. Ich weiß, ich habe Ihnen Hintergrundinfos versprochen zu Kane und Nord, aber dafür ist noch Zeit, später. Carter sagt, Ihre Bots haben ganze Arbeit geleistet. Guter Job. Das machen wir jetzt gleich nochmal. In diesem Sektor befindet sich ein Nordstützpunkt, der von Flugabwehrraketen gegen Luftangriffe geschützt wird. Schalten Sie sie aus, dann kann Ihnen Colonel Morelli Luftunterstützung geben, wenn Sie die gegnerische Basis selbst angreifen. Ich muss mich eine Weile ausklinken hier, ein paar Hände schütteln bei der UN. Ich verlasse mich auf Sie. Ja, ja, das kriegen wir schon hin, Karl. Kriegen wir schon hin, Shepard, alles gut. Ja, die GDI, die sind ja eigentlich die Guten. So streng genommen mit der UN und so, die haben die hinter sich. Bumm. Und ja, ist schon ordentlich. Jawohl, gut, Leute, wir haben den Bau. Da oben ist die Kohle. Okay, sehr gut. Dann baue ich den da oben auf. Ein Buggy! Mach den Buggy platt! Ah, seht ihr das, Leute? Wir haben unsere Lieblingsgrenadiere. Bam! Wie die Russen damals. Im guten alten Alarmstufe Rot. So, dann würde ich sagen, machen wir das mal direkt. Seht ihr das? Die haben Grenadiere. Zack. So, und ja, dann würde ich mal sagen, nehme ich mir die Jeeps hier. Und erkunde mal ein bisschen. Ah, hier unten wäre auch Kohle gewesen. Ne? Ja, ich habe das vergessen. Die
Kampagnenmissionen, die sind nicht ganz so gemein. Nee, das geht schon, Leute. Die Kampagnenmissionen, die sind echt noch, die gehen echt klar. Die sind nicht so fies. Aber trotzdem gilt aufpassen. Auf jeden Fall. Und so, da sind die Flachs. Die Flachs, die müssen wir nämlich platt machen hier, liebe Leute. Hey. So. No Mercy, genau. Mercy is for the weak hier. So. Genau, und wir sehen auch wieder eine sehr kleine Map. Wirklich. So, da sind die Grenadiere, die machen gute Arbeit, finde ich gut. Und dann besteht hier auch unsere, unser Angriff hier weiterhin aus so Manneken. jo. So, bam, bam. So. Dann erkundet mal hier bitte ein bisschen für mich Jeeps. So. Ist noch einer. Okay. Und wenn wir die... Oh, den Sammler bitte nicht angreifen. Da ist nämlich die Basis. Oh Mann. Oha. Ja, ihr seht, jetzt sind die Geschütztürme gegen uns. Oha. Super geil. Aber das macht nichts, Leute. Das macht nichts. Lass die mal durch Siberium laufen. Jawohl. Mercy. Genau. Mercy is for the weak. So, dann würde ich mal sagen, mach mal das Dorf da platt. Ah, das schaffen die nicht, das schaffen die nicht. Das schaffen sie nicht. Okay. Zieh diese Männchen einfach ins Tiberium, oh mein Gott. Brauche ich überhaupt noch mehr Geld? Ich glaube schon. Die Mission dauert erst das erste Mal ein bisschen länger. Ah, dann. Lass die durchs Tiberium rennen. Ihr seht, sie verbrennen einfach. In the name of Kane. Nee, eher nicht, Leute. Wir spielen jetzt die GDI. Wir spielen jetzt die GDI, meine Freunde. Aber gut. Machen wir die Kirche da platt. Weil dann hole ich mir nämlich jetzt genug Kohle direkt, um eine Grenadiersarmee aufzubauen. Warte, geht ja easy kaputt hier. Wieder mit Maschinengewehre. Ja, die Häuser, die mit Maschinengewehren kaputt gehen, könnten auch aus Pappmaché sein, wie ich in einem Kommentar gelesen habe. Ja, es kann tatsächlich sein. Das war ja damals so, ne? Was vieles aus Pappmaché war. Naja, gut. Bam. Ist kein Geld drin? Och, das aber verarsche. Naja, gut, komm. Bababam. Da ist eine Nordeinheit. Was war der denn da? Aua. Scheiße. Ja gut, egal, aber wir haben es ja schon quasi aufgedeckt. Ne? Würde ich sagen, Leute, nehme ich mir hier diese Grenadiere. Auch wenn die wahrscheinlich... Na, kommt schon. Auch wenn die wahrscheinlich alle hops gehen, wenn einer kaputt geht, weil es gibt hier wieder diese berühmte Kettenreaktion. Aber, ja... Genau das meine ich, Leute. So, bam, 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 hier weg damit. So, und runter. Los. Mach die Flachs mal kaputt da unten. Und da würde ich sagen, brauche ich noch zwei Silos. Bam, bam, bam. Genau, so. Und da habe ich jetzt hier meine Grenadiers-Armee. Geil. Das macht Spaß. Soll ich das sein? Bam, bam, bam. So. Und auch diese eine Flak hier. Und diesen Raketenwerfer da oben. Ja. Und hier, bam. 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 Oh, doch noch eine Flak irgendwo. Okay. Ja gut, egal, aber wir können mit denen eigentlich schon in die Basis reingehen. Das ist. Der Mechanical Man ist wieder am Start. Finde ich cool. Hier ist noch, ne? Hier ist noch ein Typ da. Ja. Okay. Da ist noch ein Geschützturm. Okay. Ja, komm, den kriegen wir aber. Easy, Leute. Easy. So, und hier bam. Und hier weitermachen. So, weiter geht's hier. Am besten nicht sterben, bitte. Mach den Sammler platt. Oh Gott. Oh, jetzt kommt er aber angeschissen hier. Jetzt kommt er aber angeschissen. Okay. Eklig, Leute. Ah, das ist diese scheiß Kettenreaktion. Aber,
Aber geil. Schau ich das an. Und welcher Buchstabe ist das? Z. So. Dann baue ich mir mal eine neue Armee hier. So, wie was kosten die eigentlich, die Grenadiere hier? 160. Ja, es geht ja. Ja, wo die letzte Flak ist, keine Ahnung. Wahrscheinlich hier im Schatten oder so, ne? Hat man immer die vier Schützen und stell die mal da hinten hin. Oder ne, wisst ihr was? Mach mal diese ganzen Männchen da. Ach du Scheiße. Mach mal diese ganzen Männchen da platt. So. Ihr macht die. Kommt schon. Komm schon. Genau, sehr gut. Und bam hier. So. Und weiter geht's hier, so. Mach den Schützen da platt. So, den kriegt ihr auch da. Ah, schade. Ja gut, egal. Ich habe genug Grenadiere hier. Schau ich das an. Und bam. So, dann haben wir ein neues Team 1 schon wieder. Und da kommen noch mehr Nordeinheiten. Was wollen die denn alle? Wo kriegt ihr die alle her, sagt mal. So, Mann. Gib mich weg. Grenadiere ist einfach geil. Ich liebe Grenadiere. Habe ich auch in Alarmstufe Rot immer so schon so gemocht. Auch wenn die alle auf einmal explodieren, aber die machen einfach Schaden. Schau euch das an. Ah, wir haben es alle flachs platt gemacht, Leute. Und schaut mal hier. Luftangriff. Da kommt das Flugzeug. Da kommt der Bomber. Bam. War zwar nur einer, aber war schon ordentlich. Ordentlich Schaden gemacht, ja. Schaden reingedrückt. So. Mach mal das Ding da im Arsch. Den nervt. Und jetzt hier. Schau, schau, wie schnell die Gebäude hier platt gehen. Durch die Grenadiere. Bam. Und weiter platt machen. Dann haben wir auch schon die dritte Mission durch. Ach, das geht am Anfang noch so schön schnell, Leute. Das macht einfach Spaß. Das macht einfach Spaß. Ja. Und bam. Und den hier noch. Und der denn her? Ist aber der letzte. Jawohl. Sehr schön. Auf in Mission 4. Oh Mann. Ganz genau so sah das aus. Wir haben unseren Luftangriff zum ersten Mal eingesetzt. Das war doch geil. Und wir haben kein einziges Gebäude verloren. 46 Einheiten? Bisschen viel, aber gut. Gut, Leute. Mission 4. Cool. Noch in der ersten Folge. Spinksen wir mal rein. Oh, der Ostblock gehört weiter. Oh. Und natürlich... Wie im Alarmstufe Rot auch, die Roten holen Berlin. Aber gut, Leute, erstmal nochmal Bonusgalerie. Das ist wichtig. Wieder drei Stück. Für eine Weile nicht eingeweiht. Eric Martin, der GDI-Mission 3 probt. Ja, hier auch. Tiefer Hintergrund für später. Was? Okay. Eva sammelt die Fakten. Okay. Ja gut, es gab ja drei verschiedene Missionen, glaube ich, ne, oder? Nee. Hier gibt es drei verschiedene. Wo sollen wir denn hier reingehen? Polen oder Litauen oder was ist das hier? Keine Ahnung. Weißrussland. Da ist Weißrussland. Verstärkung für Bialystok. Das sind auch wieder verschiedene Sachen, ne? Frachtkiste. Not will eine Zivilistenortschaft müssen eine Stadt zuerst erreichen und langreifende Not müssen eliminiert werden. Ich glaube, das hört sich lustig an. Mit allen Not-Einheiten platt machen. Okay, dann würde ich mal sagen,
Gucken wir uns die nochmal an, die Mission. Ganz kurz. Die globale Defensivinitiative erfüllt unter direkter UN-Aufsicht nur einen einzigen Auftrag. Die Bekämpfung des multinationalen Terrorismus. Die Bruderschaft von Nod, eine uralte Geheimsekte, unterhält enge Kontakte zu den meisten Terrororganisationen der Welt. Die Sekte gehorcht diesem Mann, der nur unter dem Namen Kane bekannt ist. Welche Ziele Nod letztendlich verfolgt, ist unbekannt. Die jüngsten Aktivitäten aber zeigen deutliche territoriale Ausdehnungstendenzen, unterstützt von beträchtlichen Investitionen an den Börsenmärkten rund um den Globus und eine aggressive Manipulation der internationalen Massenmedien. Um all diese Aktivitäten zu finanzieren, scheint sich Nod Zugang zu beträchtlichen Tiberium-Vorkommen verschafft zu haben. Das als Tiberium bekannte Material verwirrt nach wie vor sämtliche Wissenschaftler. Es saugt Mineralien und Nährstoffe aus dem Boden wie ein Schwamm. Das Ergebnis dieses einzigartigen Aufnahmeprozesses ist die Bildung von Tiberium-Kristallen. Sie sind nicht nur reich an wertvollen Metallen, sondern auch mit einem Minimum an Aufwand einfach einzusammeln. Delta Sierra Echo an Kommandanten. Nähere mich dem Zielgebiet. Willkommen in der schönen Stadt Bialystok. Scharfe Architektur, was? Ein verstümmelter Notruf meldete Nordkräfte auf dem Anmarsch. Ich habe keinen Kontakt zu Shepard, aber ich bin mir zu 99% sicher, er würde dir befehlen, Bialystok einzunehmen, bevor es die anderen tun. Verstärkung kommt, aber ich kann dir nicht sagen, wann. Du bist dran. Lass sie tanzen. Na gut, junge Dame, dann machen wir das doch mal. Aber interessant, ne? Diese Geschichte mit dem Tiberium, dass sich da diese Kristalle bilden, ist eigentlich realistisch gemacht. Und diese Cutscene haben wir schon mal gesehen, Leute. Erinnert euch damals in der Wüste? Da war genau dieselbe Cutscene. Das ist so, ja, okay, macht ihr mal. Hey, so. Wer schießt hier noch weiter? Verteidigen Sie die Stadt gegen angreifende Nordtruppen. Ja, dann machen wir das doch mal. Kommt. Wo sind sie denn hier? So, da sind sie. Da. Mach die Blatt aus. Und, ja. Wir haben. Mit Kane hatten wir schon das Vergnügen, liebe Leute. ja, Nordkampagne und so. Kane, ein sehr zweifelhafter Mann. Aber, oha, fahrt die mal platt. Fahr die doch platt. Ja gut. Fahr den platt da oben los. So. Und die auch bitte platt fahren. Nein, nein, platt fahren. Ach, Leute. So, ich habe halt keine Einheiten mehr. Die Mission kenne ich noch gar nicht. Noch so ein scheiß Buggy, Mann. So. So viel habe ich jetzt nicht mehr. Die Mission hier habe ich noch nie gespielt, tatsächlich. Ich habe immer die anderen genommen. Mal gucken, wo diese Stadt überhaupt ist hier. Ah, hier! Okay. Ah, noch mehr Not-Typis. So. Doch. Wartet mal. Da, genau. Da sind zwei Panzer. Genau, das ist ja die Verarsche. Ja, das schaffe ich nicht. Scheiße, das schaffe ich nicht. Der erste Fail. Der erste Fail. Gut. Dann starte das Ding nochmal neu, Leute. Dann mache ich das jetzt gleich anders. der hat ja zwei Panzer da, ne? Das ist ja das Üble. Gut, aber erstmal macht die bitte hier die Sachen platt. So. Mach diese wenigen platt. Los. Fahr die platt. Und den auch bitte. So. Dann mache ich das jetzt nämlich ganz cool hier. Was war das?
Da ein Raketentypen. Bestätigt. Weicher auf. In Ordnung. Fahr die platt. So. Einfach so platt fahren, genau. So. Nee, nicht mit dem Jeep, sondern mit den BMTs, weil die halten mehr aus, Leute. Ja. Seht ihr das? Der hat gar keine Chance. So, dann würde ich mal sagen, fahren wir mal hier rum. Oh Gott. Fahrt die bitte platt. Ja, der eine Jeep ist jetzt weg. Toll. Hallo? So. Zum Glück können die BMTs mehr nicht platt fahren. So, weil es ist schon extrem hilfreich, muss ich sagen. Ja, wobei das hier, das war eigentlich sinnlos, dass wir dahin gefahren sind. Aber gut, wir haben nur noch 30 Sekunden. Fahr den platt. Fahr den platt. So. Gut, liebe Leute, würde ich mal sagen, speichere ich das zum ersten Mal. GDI Mission 4. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Ne? Tschüss.